für mich so, ich habe ja etwa bei der Hälfte übernommen, in den 30 Jahren. Mittlerweile denke ich, es sind etwa 15 Jahre, wo ich vom Martinsplatz die ganze Geschichte übernommen habe. Und das ist dort, wo Sandro eigentlich auch die Senioren übernommen hat. Von dort weg hat er das anfangen zu organisieren. Ja, mittlerweile ist es ein Treffpunkt geworden, wo die Leute miteinander abmachen. Das heisst, relativ schnell machen wir im ERC-Zelt ab. Es ist eine coole Geschichte, es sind viele coole Geschichten, die entstanden sind. Wir haben angefangen jetzt natürlich heavy mit einem 3 auf 3 Meter Zelt in der Obergasse. Das waren schon schöne Zeiten dort. Und es ist natürlich, du hast schon Leute, aber nie die Massen wie jetzt. Das ist. Da wir ja eigentlich 10 Jahre vom eigenständig sind, vom Verein, vom ERC, sind wir einfach ein bisschen, sagen, seit diesen 30 Jahren ein Repräsentant vom Verein. Wir tun uns mit dem eigentlich die Kosten finanzieren und mit einem Überschuss, den wir nachher in der Saison, wo du noch eine Mannschaftsreise machst. Mit den Senioren, das hat dann angefangen, einen guten Kick zu geben. Und dann ist das Kurfisch, das war ideal dort, wo das angefangen hat. Und es gibt eben untereinander wahnsinnigen Kontakt, den Senioren. Das ist. Darum haben wir auch so viele Jahre durchheben. Es sind so viele Vereine, die gehört haben, zwischen drei, weil es niemand mehr kann, der geschafft hat. Ja, eben, heutzutage hast du den Drucker und den Computer. Dann kommt die Liste raus, was brauchst du alles. Bestellung analog, wie du letztes Jahr hast. Mittlerweile meine Jungs sind immer die gleichen. Wir sind ein eingespieltes Team. Am Anfang war es schon ein bisschen mehr. Jetzt eben mittlerweile ein PC. Ist das alles viel einfacher. Früher musste alles schreiben müssen. Das ist schon der Hauptgrund. Und seit 18 Uhr und von Novil.